Wunderschön, meine lieben Damen und Herren. Ich nehme euch heute mit auf meinen Upper Session. Ich habe übrigens sagen lassen, dass Trainer Bowl ein essentielles Ding ist beim Training. Dementsprechend habe ich mich viel zu überreden lassen, damit das mal gedeckt ist. Mega. Also, wir haben hier das von mir vorhin angesprochene Trainer Bowl. Beginnen wir das Ganze mal mit dem Aufwärmen. Super, dann machen wir den seitlichen Jerk-Off. Hier sehen Sie einen durchsichtigen. Das ist halt nicht vergleichbar mit meiner aktuellen Aesthetic-Form. Ich glaube, man kann sich so ungefähr vorstellen. Also, wir beginnen hier mit der, die ist für... Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich jetzt gleich der ein oder andere Bewegungsboss schreiben wird, wie falsch diese Ausführung ist. Dann ist mir aber eigentlich... Ich mache es so, dass ich vor diesen Übungen immer voll ins Gewicht knall. Und voll ins Gewicht knallen bedeutet bei mir so viel wie... Da! Da geschockt, da wird's kritisch. Keine Schlechte. Ja, ich wird wirklich kritisch, Alter. Super, weiter geht's. Standing Chest Press. Okay, ist schwer. Das ist nämlich der Trick an der Geschichte, die es da gibt, die es sonst nirgends gibt. Zumindest nicht in der Art und Weise. Okay? Vegan, würde ich sagen. Das kommt mir nicht ins Haus. Nein. Nein, sicher nicht. Wir sind fertig mit der Übung. Weiter geht's, Butterfly. Das ist oben. Ich glaube, man erkennt schon oder kann erkennen, dass sich hier in diesem Areal sehr viele Gerätschaften befinden. Mach mal einen Schwenker. Hier sehen wir, sieht man verschiedenste Ikonen. Eins zeichnet sich ab, irgendwie die ganzen haben einen kleinen Ginky. Ich weiß es nicht. Das bin ich. Das ist ein Schwarz-Weiß-Büro. Wir sind auf 2 eingestellt. Das interessiert eh keinen, aber ich bin alles andere als ein Fitness. Du hast jetzt Zähnepause. Es ist mittlerweile schon ähnlich. So, abgeschlossen. Weiter geht's mit Liegestütz. Gib mir 30 Liegestütz, du Heisel. Also, sind wir der Hälfte angelangt? Bin ich schon fertig. Der war scheiße. War komplett leicht. Bleiben wir. High Row. Machen wir jetzt. Wir wärmen uns wieder. Digga, welcher Vollkoffer hängt da 15 an? Wenn das jetzt 25. Klar, das ist 25. Was geht's gleich? Das sind jetzt 110 und ab die Brust. Es war viel schwer. Haben wir es überschätzt? Für diejenigen unter euch, die das gerade sehen. Move your fat fucking ass to the fucking gym. Move your fucking ass. Fucking piece of shit, you little weasel coward ass. Super, nächster Satz. Zieh ich meine Schuhwahl. Warum ich diese Schuhe trage, ja? Also auch die Gewichtheberschuh macht aus einer Fotze keinen Mann. Weiter geht's mit. Weiter. Jetzt kommt die schon wieder durch dran. Kommt ein Steigern um 2, du Koffer. Feuer frei. Ja, die klingen fast noch leichter, das liegt aber daran, dass ich links wichse. Ist wirklich so. Also, weiter geht die Reise. Tiber Row steht an. Da ist das Ziel wirklich, dass du dir die Stirn spaltest mit diesem Ding. Für die ganzen Superschäden. Wow. Weiter geht's mit Trizeps. So machen wir das Ganze hier an diesem Average Double Penis. Du nimmst die Köcke so drüber und reißt im Optimalfall den Ellbogen ab. Love is just
An alle Mädels da draußen, das ist euer Blinkwinkel. Aufgewärmt Zimmer. Preacher Curl. Urleibern, wirklich Urleibern. Also, wir werden sie das einmal in Ober beten. Beginnt mit rechts. Alles klar, meine lieben Damen und Herren, Training ist absolviert. Hier befinden sich jetzt noch die Bowls. Das ist jetzt die erste Bowl. Ich werde mir zwei Bowls reinstellen, weil kalorientechnisch noch wirklich viel offen ist. Genau, Hunger ist da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein erster Versuch, irgendwie das Gym mitzufilmen. Vielleicht das Urarsch, Urwack. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Denn es wird nicht bei einem Mal bleiben. Nächstes Mal hoffentlich besser. Bis auf die Nuss.